Herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Haul und oder ja, Pickups habe ich ohne Ende hier, also jedenfalls neue Stücke für die Sammlung. Von Filmen, Büchern, Toys, Spielen. Ist keine PC-Spiele, aber trotzdem cooler Stuff und zeige ich euch gleich. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Das ist immer das Schönste, euch zu zeigen, was in die Sammlung jetzt über einen längeren Zeitraum sich sozusagen hinzugefügt hat. Und ja, das Lego wird auch gebaut. Die Bücher werden gelesen und die Comics und die Filme werden gesehen. Ja, ganz grob gesagt. Und die Toys, ja, die werden teilweise verpackt gelassen. Und ich fange einfach an mit den Dingen, die jetzt hier stehen. Ich fange mit den schweren Sachen an, denn die packe ich lieber dann zu unters. Und zwar zu Brettspielen. Und ich habe hier mehrere Teile. Ich musste gucken, weil ich ganz spontan überlegt habe, was packe ich, zeige ich euch denn? Und zwar zeige ich euch jetzt erstes HeroQuest. Mein Bruder sammelt ja das Brettspiel inzwischen und hier hat er ein Add-on gekriegt. HeroQuest, auch in Deutsch, der Pfad des wandelnden Mönchs. Das ist wirklich nur so ein kleines Mini-Add-on. Gab es bei Hasbro Pulse. Dann eben halt und weitere Add-ons, auch hier zum Beispiel die Prophezeiung von Talor, das Abenteuerpack, hier so ein richtig schön Holo-Bild, kann man natürlich nicht sehen, ist auch noch sealed. Hier kann man es vielleicht ein bisschen eher sehen mit den ganzen Sachen. Richtig klasse gemacht. Mein Bruder hat sie bisher noch nicht ausgepackt, weil wir irgendwie noch nicht zum Spielen gekommen sind. Und das Interessante ist, es kommt mehr Packs inzwischen raus als damals in den 90ern, glaube ich, oder 80ern, wo das zum ersten Mal erschienen ist. Ja, dann hier, das ist leider schon aufgerissen, aber sonst noch sealed, die Geisterkönigin Abenteuerpack, auch mit so einem Holobild, richtig cool. Hinten sind die Figuren, die dabei sind, die Karten, die Anleitung, wie man dieses spielt. Dann zwei weitere Abenteuerpacks, die nun etwas größer sind, leider nicht mit so einem Holocover, aber die Horde der Oger ist natürlich auch immer eine Erweiterung des Basispacks, das man haben muss. Also auch richtig gut gemacht. Und hier haben wir noch das letzte Pack, was wir haben von HeroQuest. Der Dschungel von Delsrak oder Derak, Deltrak, wie auch immer man das ausspricht. Auch richtig schönes Bild. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auch hier wieder Figuren und Kartenteile und was nicht alles. Richtig schön gemacht, sehr detailliert auch und auch richtig gut gelungen. Wahnsinn, die Serie erweitert sich ständig. Im Endeffekt ist das schon eine richtige Sammlung, die man in diese Richtung hat. Wahnsinn. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz bekommen, aber es wird trotzdem nicht weniger, denn die Masse kommt gleich. Fange ich mit kleiner Sache an, das mit Spielzeug. Mein Bruder hat noch mal ein paar Star Wars Figuren auch bekommen von Hasbro Pulse. Und zwar haben wir hier einmal Cope Vance aus Mandalorian, Timothy Olyphant als Schauspieler, richtig klasse. Hinten ist jetzt nicht so aussagend, aber eben halt Cope Vance in der Boba Fett Rüstung, denn die hatte er ja sich angeeignet in der einen Mando-Folge und richtig cool, ist auch ein richtig klasse Charakter und so wie ich das sehe, kann man die Boba Fett Rüstung ihn auch ausziehen. Ja, richtig cool. Ne? Dann hier von Star Wars Rebels, Sabine Wren und Chopper. Es ist so eine Mischung aus der Realserie von Ahsoka und der Realverfilmung. Hier seht ihr, es ist so ein Doppelpack. Ich mache es jetzt nicht auf. Ich werde euch ein Foto dazu einblenden von den Einzelfiguren. Es sind beide in einzelnen Blistern und in diesem Doppelkarton. Also die Blister sehen so aus, beziehungsweise ihr seht sie auch nochmal anders. Richtig cool. Ja, und mussten auch für die Sammlung sein. So, und dann habe ich noch zwei Star Wars Figuren, mehr sind das wirklich gar nicht. Sind noch in diesem Karton, wo später irgendwann noch mal mehr reinkommen werden. Und zwar aus Mandalorian, der Dark Trooper, der darf natürlich nicht fehlen in der Sammlung. Und HK-87, Assassin Droid aus Ahsoka, der Angriffsdruide, der sie angegriffen hat, relativ früh.
in der Episode, ja, oder nicht, was denn immer? Irgendwo, wann hat er sie angegriffen? Ja, richtig cool. So, das waren auch schon die Toys fast. Gleich geht's mit Lego weiter. Zwei Toys kann ich zusteuern, denn das war alles bisher mein Bruder. Ich habe bei Lidl eingekauft und da habe ich unter anderem, das werdet ihr bei meinem Transformers Pickup Video sehen, einen Hot Wheels Optimus Prime gefunden. Und als ich in dem Regal das rausgenommen habe, waren da noch zwei andere, ja nicht Hot Wheels, sondern Matchbox Fahrzeuge, die ich irgendwie sagte, für 3,99 nehme ich sie mit für meine Sammlung. Und zwar habe ich einmal Top Gun Maverick, die, was ist das überhaupt, die FA-18F Super Hornet. Richtig cool. Wie gesagt, Top Gun Maverick zum Kinofilm. Und was ich dann auch nicht liegen lassen konnte aus Indiana Jones Teil 1, das Flugzeug. Es gab auch nur diese beiden zu den Serien. Ja, musste einfach sein irgendwo. Ja, und jetzt geht's schon mit Lego los. Bevor ich mit Lego Kleinkram komme, komme ich mit Lego Großkram. Das erste große will mein Bruder jetzt demnächst bauen, deswegen ist es schon offen. Aber ich mach's nicht auf. Der Sternzerstörer, der neue, ist auch relativ neu rausgekommen. Wir haben eine ganze Menge Figuren. Darth Vader, Commander Praji, Imperial Gunner, Imperial Navy Troops, Stormtrooper. Als Bonusfigur, das seht ihr hier, ist hier unten zu sehen, Karl Kesters aus Jedi Survivor und so weiter. Da vielleicht könnt ihr sehen, richtig cool. Ja, mein Bruder hat die noch nicht geöffnet, aber den Hauptkarton ja, der Rest hat ihn noch nicht, deswegen lege ich das jetzt auch vorsichtig erst hier hin. Auf jeden Fall eine mega schöne Figur. Ja, so, ich muss ein bisschen umbauen, damit ich an die nächsten Sachen komme. Auch richtig schön, gefällt mir auch richtig gut. Und bin mal gespannt, wie das dann fertig aussieht. Und falls das gebaut ist, wenn ich dieses Video schneide, weil ich ein bisschen auf Vorrat ja das aufnehme und nicht gleich morgen sozusagen veröffentliche, dann werden Bilder am Ende des Videos eingeblendet davon. So, aber ich verspreche nichts, ich weiß es nämlich nicht. So, als nächstes hat er bekommen von Lego oder hat sich gekauft, den gab es bei uns bei Müller, reduziert sogar, und zwar den Mini Helicarrier von The Avengers. Sieht auch richtig cool aus. Groß habe ich ihn bereits in der Sammlung. Oder wir. Und ja, der musste dann auch sein. So, etwas größer. Und zwar schon aus der neuen Star Wars Serie Skeleton Crew. Das Hauptraumschiff mit den Hauptcharakteren. Ich bin mit den Charakteren noch gar nicht vertraut. Ihr könnt das sehen, richtig cool. Das Raumschiff gefällt mir auch richtig gut. Hier haben wir Jode, das ist ja die Rolle von Jude Law. Und dann haben wir Wim, Fern, KB und Neil. Das sind sozusagen die Kinder, so ein bisschen Goonies, Weltraum habe ich es immer betitelt. Keine Ahnung, ob sich das bewahrheitet. Viel zu großes Teil. Mal sehen, ob ich es hingestellt kriege da drauf. Ja. Wunderbar. Ja, schon Wahnsinn. Ja, Lego wird immer kurioser und immer verrückter, aber auch richtig schön. Wie gesagt, wird gebaut, auch wenn es dann teilweise wieder entbaut wird, sozusagen. Ja. Das nächste Lego-Set ist etwas kleiner, und zwar aus Mandalorian, und zwar Grogu mit Kelleran Back. Das ist ja wie Grogu sozusagen bei Order 66 in Sicherheit gebracht wurde von dem Jedi. Richtig schönes, einfaches Set. Wie gesagt, Mini Grogu dabei auch. Allein deswegen lohnt sich das ja. Gut, was haben wir als nächstes? Ein Set auch aus Mandalorian. Letztes Finale. Und zwar mit Paz Vizsla und Moff Gideons Figuren. Der Kampf am Ende. Richtig episch. So diese Basis so ein bisschen eben halt aufgebaut und eben halt, dass man mit Paz Vizsla und den Soldaten kämpft. War richtig gut. Noch ein richtig schönes kleines Set, kann man sagen. Ja, kleine Sets gibt es jetzt auch.
Die zeige ich euch aber nicht im Vollständigen, denn das kann ich gar nicht. Da habe ich, die habe ich auch hier im Karton, die hat mein Bruder einzeln erworben als Set. Und zwar geht es um das Dungeons & Dragons Set. Die kommen in diesen Kartons. Jetzt neuerdings keine Tüten mehr. Und das natürlich weiß man nicht, was drin ist, aber ich bin jetzt schon aufgeklärt worden, anders als die Tüten kann man über den Strichcode, der ist jeweils individuell, rausfinden, welcher Charakter wo drin ist. Und dann haben wir hier zum Beispiel, als Beispiel habe ich hier den Baden. Nett und ja, recht gut gemachte Gitarre oder Fiedel, wie man auch immer, ist schön bedruckt. Man kann jetzt da ein männliches und ein weibliches Gesicht gibt es. Man kann also selbst entscheiden, ob der welcher Charakter männlich oder weiblich ist. Ist ein bisschen ungewohnt, diese Art und Weise, aber gut, haben sie sich entschieden dafür. Also entsprechend sind die Augen ein bisschen anders. Ich glaube, mein Bruder hat das weibliche Gesicht genommen. Das männliche ist jetzt hier unten erstmal aufbewahrt. Wie gesagt, das ist auch richtig cool. Ich habe hier noch einen zweiten. Das ist jetzt so ein Dunkelelf, glaube ich. Und ja, hat er halt in der ganzen Kiste die einzelnen Figuren. Auch richtig cool. So, ähnlich ging es bei einer anderen Sache, die habe ich jetzt hier auch im Karton. Auch Minifiguren-Serie. Und zwar ging es um die Marvel-Serie. Und die zeige ich euch dann einfach mal so in die Kamera. Die sind hier alle eingepackt in Tüten. Ich versuche mal zu zeigen. Er hat sie, glaube ich, teilweise gar nicht gebaut. Obwohl manche vielleicht auch doppelt noch drin. Die sind nicht gebaut, die nicht gebauten sind doppelt, deswegen die werden hier, oder auch nicht, er hatte noch gar nicht ganz gebaut, sehe ich gerade. So, hier haben wir einmal Wolverine, sind nicht alle gebaut, ich glaube, er hatte dann sich nur für ein paar entschieden. Hier ist, welcher ist das überhaupt, welcher Charakter? Ja, also im Endeffekt, er hat sie noch nicht mal alle gebaut, sehe ich gerade. Spielzeug bin ich fast durch. Das ist schon eine ganze Menge gewesen, glaube ich. Das letzte Spielzeug ist Playmobil. Nach Lego kommt auch Playmobil. Und zwar, den hat er jetzt aber günstig gekauft. Der Ferrari von Magnum. Der musste auch sein in Playmobil-Form. Mit den Hauptfiguren, mit Thomas Magnum, TC, Rick und auch Higgins. Hier könnt ihr auch das sehen. Richtig schön gemacht. Der war, glaube ich, runtergesetzt und entsprechend ja, wurde dazu gelangt. Genau. So, dann komme ich auch zu einem meiner Lieblingsgebiete kurz. Drei Fragezeichen. Ich habe neue Hörspiele. Und zwar habe ich hier einmal drei Fragezeichen. Der Ruf der Krähen. Und hier habe ich Drehbuch der Täuschung. Auch eine richtig spannende Geschichte. Da gibt es auch einen extra Review. Den werdet ihr als Video vom auch auf diesem Kanal finden. Ja, und ganz aktuell eingetroffen, ist noch nicht ausgepackt und wahrscheinlich habt ihr schon, es wird ein Unboxing dazu geben oder ich mache ein Einzelvideo dazu auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist das vor diesem Video veröffentlicht. Und zwar geht es um drei Fragezeichen und der grüne Geist. Das ist eine Sonderedition mit allem viel, ja, mit viel Bonus-Sachen dabei, nicht nur den Roman, das Hörspiel. Dann eben halt, hier steht jetzt Bleistift, Poster, Postkarte, Stoffaufnäher. Ja, sind wir mal gespannt, wie es aussieht. Und ein goldenes Ticket, zum Gewinnerticket oder was zum Gewinnen ist dabei mit so einem goldenen Ticket. Oliver Kalkofe hat den grünen Geist kommentiert. Mehr kann ich euch auch noch nicht sagen. Ihr seht, es ist noch sealed. Ein Unboxing gibt es einzeln. Mega. Ja, dann haben mich ein paar Mangas erreicht. So sind gar nicht so viele, weil im Endeffekt ich bin nur noch mit aktuellen Serien und die erscheinen alle paar Monate. Mag sein, dass ich so ein oder zwei wieder vergessen habe zu zeigen, die ich jetzt auch bekommen habe, weil ich habe sie gelesen und dann liegt sie auf der einen Seite, noch nicht gelesen, auf der rechten Seite. Und dann frage ich mich mal, habe ich die schon gezeigt, nicht gezeigt? Und ist auch egal. One Piece 107. Hier habe ich Nummer 10 von Four Nights of the Apocalypse von Seven Deadly Sins. Meine Lieblingsserien hier jetzt von Hiro Mashima, INCO 25.
Fairy Tale 100 Years Quest Nummer 15. Ich bin ja auch ganz glücklich, dass das jetzt als Anime umgesetzt wurde oder beginnend. Ich habe aber da noch nicht reingeguckt, weil ich bin gerade dabei, die Hauptserie noch mal zu gucken. Wovon ich auch das Finale, die letzten 51 Folgen, leider nur mit Untertiteln gucken kann, weil sie noch nicht in Deutsch herausgebracht sind. Ja, und der letzte Manga, eine meiner letzten aktuellen, kann man fast sagen, Lieblingsserien, Spy X Family, kann ich auch nur empfehlen, richtig gut. Auch der Anime ist mega gelungen und ja, gibt es leider auch nur alle halbe Jahr mal einen Manga. Deswegen, ja, sind es auch nur so ein paar jetzt gekommen. So, und jetzt kommt noch eine Hauptkategorie und zwar Filme. Ich habe noch einen ganzen Haufen Filme. Und ja, womit fange ich an? Eigentlich direkt runterarbeiten, das ist das Einfachste, direkt greifen und zeigen. Und zwar hat sich das so ergeben, dass wir gemerkt haben, wir haben zwei Klassiker nicht und, inzwischen, und zwar von John Carpenter. Und es geht um die Klapperschlange. Da haben wir die in 4K, da ist aber auch die normale Blu-ray dabei, weil im Endeffekt war die günstiger, weil es auch eine spezielle neuere Fassung ist. Das ist ich komme jetzt nicht drauf, mein Bruder hat mir einen speziellen Begriff genannt dafür, weil es eine spezielle Veröffentlichung, das ist jetzt nicht die zuletzte Veröffentlichung, weil die letzte Veröffentlichung, die gerade aktuell war, ist eine andere Fassung als diese hier. Also diese hier ist auf jeden Fall, hat auch nur 15 Euro gekostet, ist eben halt die aktuelle und bessere Fassung, die es gibt. Ich weiß nicht, gab einen Begriff für diese Fassung. Auf jeden Fall könnt ihr das erkennen, eben halt, dass es dieses Cover ist und dass auch die Blu-rays und 4K dieses Cover hat. Die nachfolgende Auflage hat nur eine Blu-ray von der Einzel-Blu-ray-Veröffentlichung, die vorher war, dabei, die aktuell gerade draußen ist. Und die ist in der Qualität und im Ganzen etwas schlechter. Deswegen, wenn ihr jetzt auf die Blu-ray auch haben möchtet, nur die Blu-ray, langt bei dieser 4K zu. Die ist günstiger und die ist aber auch besser in der Qualität. Ja, dann durfte natürlich, weil es aber auch genauso günstig war, ist auch die Blu-ray dabei. Flucht aus L.A. John Carpenter, die Fortsetzung von der Klapperschlange. Dann ein Film, den mein Bruder jetzt auch günstig mitgenommen hat, weil er ihn eigentlich in der Sammlung haben möchte, weil wir haben mal die Serienbox für 25 Euro mitgenommen. Und zwar geht es um die klassische Batman-Serie. Persönlich bin ich nicht so ein Fan, aber gut, jetzt haben wir auch noch den Kinofilm dazu oder TV-Film. Batman hält die Welt in Atem. Der lief bei uns jedenfalls damals in den 60ern im Kino oder 70ern. Ja. Genau. Und hatte sich dann sozusagen ja, ergeben, dass wir den auch noch mit in die Sammlung packen mussten oder wollten. Dann habe ich hier Kevin Smith's Clerks Ladenhüter. Könnt ihr sehen. Dazu muss man aber sagen, der Film, der existiert nicht in deutscher Synchronisation, traurigerweise. Top besetzt eben halt. Kevin Smith ist ja super bekannt. Auch die Musik ist sehr, sehr kultig, wie jetzt hier von Bad Religion und Soul Asylum. Aber hier spielen auch nicht nur Jason Mewes mit. Wir haben hier auch einige Schauspieler, die später größere, bekannte Rollen haben. Ich glaube, oder auch bekannter geworden sind. Aber auf jeden Fall ein Klassiker, hat ja später Dogma und Silent Bob schlagen zurück oder Strikes Back. All dies gehört dazu, ist einer der ersten Filme, die er gemacht hat. Musste in die Sammlung, war auch ganz günstig zu bekommen. Dann auch für, ich glaube, 4,99 Staffel 1 von Ripper Street auf Blu-ray. Auf dem Flohmarkt habe ich mal für 3 Euro mitgenommen, die DVD-Edition. Und mein Bruder hat die dann ganz günstig gefunden, gesehen und sagt, komm, ich habe sie mitgenommen, wird also abgegradet. Ja. Und jetzt kommt ein Film, der ist neu erschienen. Ich habe aber auch nur 12 Euro oder 13 Euro bezahlt. Wollte ich unbedingt wieder haben in meiner Sammlung, weil ich mag den Film. Es ist eine romantische Sportkomödie mit Gene Hackman und Keanu Reeves, Helden aus der zweiten Reihe. Gibt es jetzt endlich auf Blu-ray und ja, musste auch in meine Sammlung. Das war für mich sehr wichtig. Ja. Dann ein Anime, Vampire Hunter D Bloodlust. Ich überlege gerade, das müsste bei Turbine Media, wo wir bestellt haben, hat mein Bruder den mitgenommen. Dann haben wir hier von Konstantin die drei Musketiere, D'Artagnan, das ist eine französische Verfilmung, soll richtig gut sein. Wollte mein Bruder noch mal sehen und dann mitgenommen.
Klassiker, der Blob ist ein Klassiker, wenn man es so will, aus den 80ern, frühen 80ern, also sehr überzogene Horror-Komödie. Dann muss es nochmal auch sein, als Marvel-Sammler und so weiter, Guardians of the Galaxy Volume 3. Den Film haben wir schon in der Sammlung, aber hier als neue Remaster-Fassung sollte der einfach auch in die Sammlung. Und zwar Tom Cruise, Mission Impossible 1. Der ist in dieser Fassung ganz, ganz günstig neu rausgekommen. Mehr Bonusmaterial, Bildqualität ist besser als die reguläre Blu-ray. Deswegen muss der einfach sein. Gab es, glaube ich, für 6,99 oder 5 Euro oder so. Also super günstig habe ich ihn bekommen. So, jetzt kommen ein paar Mediabooks. Ich suche mal, ob ich noch normale Fassung habe. Normale Filme. Ja, hier habe ich noch einen. Expendables 4. Ist vielleicht nicht der beste Expendables mehr, aber als Fan der Reihe musste der auch in die Sammlung. So, und jetzt habe ich jetzt hier noch einmal, und zwar Brandon Lee, The Crow, die Krähe, der klassische Film in dieser Fassung. Gibt noch eine andere Fassung, die hat jetzt keine Specials, aber ist halt ein sehr gutes Bild und mein Bruder wollte ihn unbedingt sehen und hat ihn dann nochmal ganz günstig in der Fassung mitgenommen. Man muss echt gucken, manche erscheinen so in verschiedenen Editionen, mal mit Bonusmaterial, mit ohne Bonusmaterial. Mein Bruder und ich gucken ja gerne die Specials, deswegen vergleichen wir auch gegenüber der DVD, wenn wir die noch haben. Denn oftmals haben wir die DVD dann noch in der Sammlung behalten, allein wegen den Specials, Outtakes, wegen irgendwelchen Sachen, manchmal auch die Fassung entsprechend, ist unser Spleen. So, und jetzt kommen aber eine ganze Menge besondere Filme von... Wo das ist jetzt noch normal. Hier habe ich, rutscht mir fast raus, weil es ein Schuber ist. Halo 2, die Serie zur Spieleverfilmung. Da rutschte mir gleich der Schuber raus. Das musste auf jeden Fall auch sein. So, und jetzt haben wir einiges an Mediabooks, die speziell bestellt sind, entweder bei Turbine Media oder bei PlayOn Direct, PlayOn Pictures. Ja, oder eben halt speziell bei jemandem, der die dann entsprechend verkaufte. Teilweise, es gibt einige, die so gerade speziell die rausbringen. Wir haben auch einige von Müller mitgenommen. Müller hat ja auch exklusiv, dass sie die vertreiben manchmal. Und ja, so sind einige Sachen dazugekommen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Knuckles, die Serie zu Sonic als Steelbook, auch richtig schick. Dann das, ihr werdet sehen, die sind noch fast alle verpackt oder in eine Schutzhülle gepackt worden, weil wir sie noch nicht geguckt haben, sind wir noch nicht zugekommen. Und hier haben wir einmal Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves und Patrick Swayze, auch ein Klassiker, der in dieser, der in, irgendwie in die Sammlung gehört. Spezielle Edition, die auch mittlerweile richtig teuer ist, ist noch sealed, ist die Waterworld Ultimate Edition, 6. Edition. Da ist der Film in einer 40-minütigen längeren Fassung drauf. Wir sind noch nicht dazu gekommen, weil entsprechend, wenn die Zeit nicht passt, man mag die Filme auch nicht splitten. Ja, sehr, sehr viel Bonusmaterial, richtig schön. Ihr seht aber, es ist noch sealed. Ja, musste sein, gehört in die Sammlung. Ja, genauso in eine Sammlung musste dieser Film sein, auch als Mediabook habe ich mir gekauft. DVD und Blu-ray ist drauf und zwar geht es um Jackie Chan's First Strike, der Erschlag. Das ist der vierte und gilt auch als Police Story 4. Warum habe ich mir diese Fassung gekauft? Ich habe sie auch auf Blu-ray bereits, aber hier ist erstmals die 20-minütig längere Fassung drauf. Denn wir haben damals eine gekürzte Fassung in Europa bekommen. Warum auch immer, wahrscheinlich weil manche Sachen entweder zu asiatisch den waren, manchmal war es so eine Phase, da waren die dann doch dann zu viel Slapstick-Comedy, zu viel Hongkong-Action. Auf jeden Fall, der Film lohnt sich aber wirklich in der 20 Minuten längeren Fassung. Viel Action ist geschnitten worden, gerade zum Finale hin. Und dazu muss man aber auch sagen, die sind nicht nachsynchronisiert. Hier bei der Fassung übrigens bei Waterworld, die ist nachsynchronisiert, die 40 Minuten. Hier ist es nicht. Hier sind es mit Untertiteln dann, Originalton mit Untertiteln. Kann man aber auch wunderbar gucken, lohnt sich auch wirklich. Das ist auch eine sehr schöne Edition. Einziger Haken dabei, finde ich, ist das Booklet, denn die Informationen sagen ganz wenig über den Film aus.
Sie sind sehr allgemein auf Jackie Chan gefasst und ich muss zugeben, ich habe auch vom gleichen Label auch noch ein anderes Jackie Chan Mediabook und da ist fast der identische Text, natürlich anders geschrieben, aber es ist nur über sein Leben und ich möchte doch, wenn ich was zu dem Film habe, auch ein bisschen über die Entstehung des Films wissen. Ich meine, ich habe das Presseheft, ich habe den Film damals in der Presse gesehen, da habe ich so viel Background-Infos, sowas hätte man da reinbringen können. Ja, also das so als Kritik des Ganzen. Ansonsten ist die Fassung super, das Bild ist mega, ja. So, Bild ist hier vielleicht auch sehr gut für einen Klassiker, den mein Bruder liebt. Hatten wir bisher auch nur auf DVD. 40 Wagen westwärts, ein echter Western-US-Klassiker. Ein bisschen Comedy eben halt mit Burt Lancaster. Ja, wie gesagt, auch neu. Ein Film, auch ebenfalls geht es für diesen gleichen Film. In der Halloween Mystery Box hat mein Bruder den gekauft. Hier ist ein Mediabook drin und zwar geht es um Tanz der Vampire, der Klassiker von Roman Polanski. Hier mit diesem Cover. Und das Interessante ist, das Mediabook gibt es hier, ihr könnt es sehen, in zwei verschiedenen Cover-Varianten. Man weiß durch den Schuber nicht, welche man bekommt. Und mein Bruder hat diese Fassung oder diese Version. Teilweise haben sie die auch gezielt verkauft, aber man wusste trotzdem nicht, ob sie sich dran halten. Ja. Der Klassiker gehört ja irgendwie auch in die Sammlung, auch auf Blu-ray eben halt schön da drin. Ja, da wollte mein Bruder auch mal wieder schauen. Gab es auch in dem Fall jetzt auf in der Form als Blu-ray. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, es gab manchmal auch reguläre Versionen schon oder reguläre Erscheinungen von Blu-rays, die aber entweder qualitativ ein bisschen schlechter waren oder mittlerweile vergriffen sind und sauteuer. Und das wollen wir auch nicht. Und da ist ein Mediabook dann für 20 Euro billiger als eine DVD, die 40 inzwischen kostet. Oder Blu-ray. So, hier mit Doc Hollywood. Michael J. Fox. Auch ein Klassiker mittlerweile. Ist nicht mein Favorite-Film mit ihm, aber ja, warum nicht? So, bevor ich noch ein Highlight für mich persönlich so am Ende bringe. Zwei Hongkong-Action-Filme, wovon eben halt auch mit von John Woo. Der ja auch unter anderem Hardboiled, Operation Broken Arrow später in Amerika und Face-Off gemacht hat. Und hier haben wir zwei Chow Yun-Fat bzw. Andy Lau-Filme, Cover Hard 3, 2018 auch. Und hier haben wir, John Woo Peace Hotel. Ich kenne ihn nicht, auch hier in dieser Cover-Variante. Lag daran, die gab es beide bei Müller zum herabgesetzten Preis. Ich glaube, er hat je 15 Euro bezahlt, weil sie einfach günstig waren. Die haben wir ja nicht in der Sammlung. Also in dem Sinne passte das ganz gut. Ja, passte auch ganz gut. Ein Film, den ich unbedingt mal sehen wollte, gab es dann auch nur in dieser Mediabook-Edition, auch richtig schön mit Covers gemacht. Ist ein bisschen empfindlich, weil es so ein Umschlag ist, aber richtig guter Film. Man unterschätzt den. Ist von 91 und zwar handelt es sich um Mickey Rook und Don Johnson in Harley Davidson and the Marlboro Man. Ist so ein Road-Action-Film. Hier steht für Kinofreunde von Easy Rider bis Werner Beinhardt. Naja gut, okay, man hat einfach zwei Road-Movies oder beziehungsweise zwei Motorradfilme zusammengewürfelt. Das stimmt aber nicht ganz. Ist halt ein ganz normaler, cooler Action-Film. Beide spielen großartig. Viele bekannte Nebendarsteller, die noch in Anfängen sind, auch wie eine Tia Carrera, gut, die ist jetzt nicht mehr so stark im Kinobereich tätig, Giancarlo Esposito, der Grand Moff Gideon in Mandalorian gespielt hat oder den Chicken Man in Breaking Bad, eine kleine Rolle hier und ja, richtig cool und ihr seht ja auch richtig cooles Artwork der beiden Darsteller. Ist ein schöner Actionfilm. Tom Sizemore als Bösewicht, auch richtig cool, der ja auch leider verstorben ist. Ja, ist ein Klassiker, leider an der Kinokasse damals gefloppt, aber trotzdem unterhaltsam. Ja, darum ging es ja auch meistens bei den Filmen. Die wollten ja nicht gerade die Welt revolutionieren. Ja, und das waren die Pickups, vielseitig wie sie sind. Wie gesagt, wie erwähnt immer, Computerspiel-Pickups sind eigene Videos. Das sind jetzt wirklich mal so ein bisschen der allgemeine Stuff von den Filmen, Büchern und die normalen Lego-Toys. Ja. Und jetzt habe ich gar nicht mehr so viele Worte.
Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag, egal was ihr jetzt noch macht. Liken, teilen, abonnieren, das würde mich freuen, wenn ihr es bei mir macht. Und vor allem kommentieren. Ich möchte mal hören, was ist hier euer Highlight oder was werdet ihr euch jetzt anschaffen und so weiter und so fort. Wir schlagen da. Also dann bis zum nächsten Mal. We'll be right back.